In diesem Video erzähle ich euch über die Vorbereitungen für unseren Erstklässler. Hallo ihr Lieben, alle die mir schon ganz lange folgen, werden jetzt vielleicht aufschreien und sich denken, die Kinder waren doch gerade erst so klein, aber nein, es ist tatsächlich schon so weit. Gefühlt bin ich auch vor wenigen Monaten hier gesessen mit Babybauch und habe euch erzählt, dass ich schwanger bin. Aber jetzt habe ich dann im Herbst tatsächlich schon einen Erstklässler zu Hause. Und was diese Monate vor Schulbeginn so mit sich bringen und wie wir uns vorbereitet haben auf den bevorstehenden Schulbeginn, teile ich jetzt mit euch. Eines Tages ist ein Brief in unserem Briefkasten gewesen und dann wusste ich, jetzt wird's ernst. Und zwar war das ein Schreiben von der Gemeinde mit Terminen für die Schuleinschreibung und einem Fragebogen zum Ausfüllen. Und ja, das war dann schon so die erste Aufregung, weil für mich ist es ja auch das erste Schulkind. Das heißt, ich bin schon ein wenig nervös, aufgeregt. Man weiß halt nicht, was einen erwartet. Wie wird es in der Schule? Man hat dann halt auch so das Gefühl, dass man das Kind wieder in ein neues System gibt, wo man es irgendwie nicht beschützen kann und wo es sich dann selbst durchsetzen muss. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe dann ein paar Tage schlecht geschlafen und dachte nur so, oh mein Gott, wie wird das werden mit einem Schulkind? Aber ich kann euch sagen, falls es euch gleich geht, ihr gewöhnt euch an den Gedanken. Alles gut. Wir haben eben diesen Brief bekommen und da stand dann, ich glaube so circa einen Monat vor dem Einschreibungstermin, stand eben der Einschreibungstermin da und die Einschreibung war heute. Ich dachte nämlich, deshalb drehe ich heute auch dieses Video, weil alles noch ganz, ganz frisch ist. Vor circa 2 Wochen hat es dann im Kindergarten einen Elternabend gegeben, über den ich wirklich sehr dankbar bin. Bei uns ist ein guter Austausch zwischen Kindergarten und Volksschule und da hat die Direktorin uns alle Fragen, die wir so hatten, beantwortet und uns auch nochmal Ängste genommen und das Schulsystem erklärt und Abläufe erklärt, Betreuungsmöglichkeiten erklärt. Das war wirklich sehr, sehr gut. Die Kinder waren dann auch mit dem Kindergarten nochmal in der Schule und hatten so einen Tag in der Schule. Da habe ich gedacht, da wird die Begeisterung sich kaum in Grenzen halten. Aber es war so ganz ruhig, es wurde mir nicht viel erzählt, was so passiert ist. Und dann am Abend habe ich gemerkt, hat so gerattert und dann hat eben der Kai zu mir gesagt, ja, Mama, aber wenn ich in die Schule gehe, dann sehe ich ja meine Freunde vom Kindergarten gar nicht mehr. Ich glaube, ich bleibe einfach noch so im Kindergarten. Ich habe ihm dann halt versucht, nochmal so ein bisschen zu motivieren und habe ihm gesagt, dass die Freunde, die er letztes Jahr im Kindergarten hatte, die halt schon Schulvorbereitungskinder waren, dass die ja jetzt in der Schule sind und dass er die dann wieder sieht. Und dass ja ganz viele aus seiner Kindergartengruppe auch in die Schule wechseln und die sieht er dann alle wieder. Und die anderen Kinder kann er ja besuchen gehen, wenn wir seinen kleinen Bruder vom Kindergarten abholen. Das war dann für ihn auch ganz okay, aber ich habe dann schon so ein bisschen geschluckt und habe, für mich ist einfach so die schlimmste Vorstellung, dass mein Kind dann halt ungern in die Schule geht oder ihm irgendwie die Freude am Lernen dann so ein wenig genommen wird. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht bin ich da jetzt auch die Überglucke, aber ich weiß, dass das bei mir in der Familie, bei manchen Kindern eben ein wenig so war, dass das dann schwierig wurde und sie nicht so richtig motiviert waren für die Schule. Und der Kai ist ja Ende Juni geboren, das heißt, er wird auch immer eines der jüngeren Kinder sein. Ich kann euch sagen, deshalb war es mir auch wichtig, dieses Video zu drehen. Ihr braucht da echt keine Angst haben, was ich mir jetzt wieder Gedanken gemacht habe. Und oh mein Gott, aber ich hoffe, ich kann euch dann so ein wenig diese Angst nehmen. Es war heute überhaupt nicht schlimm, die Schuleinschreibung. Der Kai hat das wirklich super gemacht. Ich habe nur so gestaunt. Und was uns Eltern natürlich interessiert, was passiert bei der Schuleinschreibung? Es war so, ich kann jetzt natürlich nur von unserer Schule sprechen, es wird halt überall anders ablaufen.
Es war so, dass wir sehr, sehr lange gewartet haben. Es gab so einen Zeitraum, wo man hingehen soll. Ich habe auch tatsächlich Jause eingepackt, kann ich sehr empfehlen, das war gut. Und dann sind wir halt reingegangen. Das Kind musste sich halt vorstellen, Hand geben, Hallo sagen, wie es heißt. Und ich musste so Zettel ausfüllen. Währenddessen hat der Kai so, ja, so Muster nachgezeichnet und so Labyrinth nachgezeichnet, ohne rauszumalen. Und das heißt, man soll das nicht großartig üben, aber ich kann euch dann im Anschluss wirklich sehr, sehr geniale Übungshefte vorstellen, die wir sehr gerne machen. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass ich mein Kind darauf trimmen will, dass es die Schuleinschreibung gut macht oder dass es dann der Beste in der Schule wird, gar nicht. Für mich geht es einfach darum, dass man so ein bisschen das Kind da heranführt, dass man sich mal ruhig hinsetzt und mal wirklich konzentriert was abarbeitet, weil das ist dann halt bei der Hausaufgabe auch so und ich finde das wichtig, dass man das irgendwie integriert in den Alltag und einfach mit Spaß und das ist das Wichtigste. Wenn jetzt der Kai sagt, er hat keinen Bock, dann machen wir das nicht, aber tatsächlich hat er jetzt ein paar Mal gesagt, wir sagen nämlich Schulvorbereitung. Mama, machen wir jetzt ein bisschen Schulvorbereitung? Und da geht natürlich mein Herz auf und nimmt mir meine ganzen Ängste, weil ich mir denke, okay, er ist definitiv soweit. Also heute bei der Schuleinschreibung musste er eben so Muster nachzeichnen, dann auch Farben. Also nimm die grüne Farbe, nimm die rote Farbe, nimm eine Farbe, die dir gut gefällt und sag mir den Farbnamen. Dann Zahlen erkennen, also so Würfelaugen. Wie viel sind das? Wie viel sind das? Wie viel sind das? Dann, das war so ein bisschen kniffliger, gab es so Kärtchen, wo ein Strich in der Mitte ist und oben waren so Kugeln und unten Kugeln und die hatten aber nicht den gleichen Abstand und dann musste man sagen, ob jetzt oben oder unten mehr Kugeln sind. Dann, da war er ja wirklich der Profi, wie so ein Wimmelbuchbild und da musste er dann halt Sachen sagen und zeigen, also zum einen suchen und zum anderen wurde dann auf Sachen gezeigt, wie jetzt zum Beispiel Schaf, Sonnenblume, Ball, dass das Kind eben sich artikuliert und halt die Sachen benennen kann. Das war echt überhaupt kein Thema. Dann wurde, da habe ich echt gestaunt, da wurden so Wörter geklatscht, wie zum Beispiel Kindergarten, Melone, Schule. Und er hat es alles so geklatscht und ich dachte so, hä? Hast du das geübt? Und er so, nein, hat er nicht geübt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das im Kindergarten geübt haben, aber da habe ich echt nicht schlecht gestaunt. Und im Anschluss danach musste er noch sagen, was er bei diesem Wimmelbuch alles so gesehen hat. Also da wurde, glaube ich, auch so ein bisschen die Merkfähigkeit abgefragt. Und Sätze musste er nachsprechen, die auch teilweise sehr lange waren. Aber das war auch kein Problem. Genau, dann von 1 bis 10 zählen und von 5 bis 1 rückwärts. Ja, ich habe es mir irgendwie schlimmer vorgestellt, als es war. Ich möchte jetzt aber auch nochmal ganz klar sagen, ihr braucht auf keinen Fall mit euren Kindern in irgendeiner Weise nervös irgendwas üben für die Schuleinschreibung. Das wurde uns auch ans Herz gelegt und vor allem soll man die Kinder halt nicht so nervös machen. Ich habe echt versucht, ganz, ganz ruhig zu bleiben und zu sagen, hey, ich möchte auch mal die Schule anschauen, gehst du mit mir dahin und dann schauen wir uns das mal an und da wird jemand dir vielleicht ein paar Fragen stellen und ich gehe mit dir mit. Also ich habe es versucht, eher runterzureden, obwohl ich innerlich so, aber ja, hat gut geklappt. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf meinen Sohnemann und glaube, der wird das super machen. Aber jetzt zum Thema Vorbereiten, was ich empfehlen kann. Wir hatten am Anfang des Kindergartens, und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass darauf so stark geachtet wurde. Die Schreibmotorik ist die Basis für eine flüssige Handschrift und setzt sich aus diesen 4 Kernkompetenzen zusammen. Und genau diese werden in den Übungsheften trainiert, die ich euch in weiterer Folge zeige.
Und da hat dann die Pädagogin mich angesprochen und gesagt, wir sollen wirklich darauf achten, auch zu Hause, dass der Stift in dieser Drei-Punkt-Haltung richtig gehalten wird. Und das mache ich jetzt eben beim Kleinen irgendwie schon automatisch, dass ich da immer versuche, ihm den Stift richtig zu geben. Es funktioniert noch nicht so gut. Also ich glaube, man sollte jetzt auch nicht zu viel Druck aufbauen, aber ich glaube, wenn die Stifthaltung passt, tun sich die Kinder dann einfach schon mal grundsätzlich leichter in der Schule. Und da kann ich euch definitiv halt Stifte empfehlen, die etwas dicker sind. Und die gibt es nämlich für Rechts- und Linkshänder. Da müsst ihr mal drauf achten. Steht immer hier oben. Und die haben nämlich so Griffmulden. Und ich finde, die liegen bei den Kindern wirklich sehr, sehr gut in der Hand. Verlinke ich euch auch gerne nochmal alles, was ich euch jetzt zeige. Ich habe sogar den Gutscheincode von Veritas.at. Da spart ihr euch den Versand, wenn ihr stabile Produkte bestellt. Ich verlinke euch das nochmal. Alles in die Infobox. Das hat mir übrigens auch die Pädagogin im Kindergarten gesagt, dass man wirklich darauf achten soll, dass man einfach, ja, es steht hier eh Easy Start, dass man einfach so Stifte verwendet, die für kleine Kinder gut geeignet sind. Ich zeige euch auch mal die hier. Die haben wir ja schon vor Ewigkeiten. Ich glaube, als der Kai so 2 oder 3 war, hatte ich die schon gekauft. Das sind eben Filzstifte. Malen Sie manchmal etwas lieber damit mit Filzstiften oder auch diese hier. Der ist jetzt noch original verpackt, weil wir den doppelt haben. Dieser Stabilo Woody, da habe ich glaube ich sogar auch mal ein extra Video dazu gemacht. Der kann sogar auf Glas malen. Der lässt sich super runterwaschen. Und mit dickeren Stiften tun sich einfach die Kinder leichter, die Stifthaltung richtig zu machen. In weiterer Folge gibt es eben wirklich ganz, ganz tolle, mittlerweile wirklich sehr, sehr tolle so Schreiblernhefte und Übungshefte und Vorschulhefte. Auf diese eben von Stabilo Education möchte ich ein bisschen näher eingehen, weil wir die wirklich die letzten Wochen auf Herz und Nieren getestet haben und ich schon mehrere solcher Hefte mir angeschaut habe und auch schon ausprobiert habe. Und auch im Kindergarten haben sie so Schulvorbereitungshefte. Und ich muss sagen, die kann ich echt vom Herzen empfehlen. Es gibt da zum Beispiel für die Vorschule 4 Themen. Zum einen Druck, Rhythmus, Tempo und Form. Und da sind dann Übungen drinnen, die eben diese Themen behandeln. Wie jetzt zum Beispiel Form. Da haben wir am wenigsten ausgefüllt, weil ich glaube, das wird dann noch ein Thema werden. Da sind halt immer total nette Übungen drinnen, wie zum Beispiel Fenster straffieren, also von dunkel nach hell, damit man einfach auch diesen Druck lernt. Es gibt aber eben ein extra Buch noch zu Druck. Und was mir halt so gut gefallen hat, es sind da immer Geschichten dabei. Also das ist jetzt nicht einfach so eine Übung, die man machen muss, sondern es ist immer eine Geschichte dabei, die die Übung erklärt. Und durch diese ganzen Geschichten wird man durchs Buch geführt. Und am Ende gibt es sogar eine Entdeckerurkunde, die man eben dem Kind dann überreichen kann. Und das fand halt der Kai wirklich ganz, ganz toll. Sie laufen zu den Fahnenmasten und schauen nach oben. Sind die hoch? Und trotzdem hat es jemand geschafft, alle Fahnen verschwinden zu lassen, staunt Lena. Zeichne die Fahnen in bunten Farben wieder ein. Achte auf gleichmäßige und zügige Bewegungen mit deinem Stift. Du kannst die anmalen oder du kannst da selber als eine Fahne zeichnen. Entweder so eine oder so, wie du magst. So, Ja? in Blau. Das war zum Beispiel eine seiner Lieblingsübungen bei Tempo, weil da geht es darum, oh nein, wo kommen denn plötzlich die Fliegen her? Man sieht ja gar nichts Nächste. mehr. Fange die Fliegen ein. Ja, super, Also gefangen. schnell die Fliegen Nächste. umkreisen und dann einfangen. Und das war halt dann für ihn so total
der Spaß und da lernen sie aber trotzdem dieses Tempo, also dass sie das einfach schnell machen und dann gibt es halt wieder eine Übung, die langsam zu machen ist. Und es gibt auch immer wieder dazwischen so Lockerungsübungen, dass man zum Beispiel den Stift einmal so dreht oder mit einer Schnur spannt und das in eine Richtung dreht und dann in die andere Richtung dreht. Und da geht es dann halt ganz, ganz viel um diese Schreibmotorik, wie man die Stifte hält, weil da habe ich mich jetzt erst damit beschäftigt, dass es ja nicht nur darum geht, dass man den Stift richtig hält, sondern eben auch, wie man den Druck ausübt, ob man jetzt fest andrückt oder locker andrückt oder auch wie verkrampft man den Stift hält. Deshalb ja auch diese Lockerungsübungen. Und ich glaube wirklich, also ich habe halt das Gefühl, für mich ist es sowas, wo ich einfach drauf achten möchte, weil ich glaube, dass die Kinder dann mehr Freude beim Schreiben haben, wenn sie eben keinen Krampf in der Hand bekommen. Kennt ihr vielleicht auch noch von eurer Schulzeit, dass man so, oh mein Gott, so viel geschrieben, Krampf in der Hand. Und da finde ich jetzt wirklich diese Hefte sehr, sehr gut. Es gibt dann eben auch noch zum Beispiel das Thema Rhythmus. Da geht es eben flüssig mit dem Stiftschreiben. Was genau, da gibt es dann zum Beispiel so Übungen, wo man dann so Trampolin springt. Und es ist eben auch immer mit einer Geschichte oder auch so Bälle verbinden ohne absetzen. Oder hier so eine Acht malen. Wir machen das immer mit dem Bleistift und das funktioniert auch ganz gut. Ich finde es auch total nett, dass dann zum Beispiel auch so ein Farbkartenspiel als Lockerungsübung drinnen ist. Also ich bin halt voll begeistert, wirklich, dass da an alles gedacht wurde, was man so beachten kann, meiner Meinung nach, wenn es ums Schreiben üben geht. Ja, und es gibt halt wirklich sehr, sehr viele Übungen beim Druck zum Beispiel. Geht es eben fest und locker mit dem Stift malen. Das war mir nämlich zuerst, also so Druck, über das habe ich mir echt überhaupt keine Gedanken gemacht zuerst. Und das wurde mir dann schnell bewusst, dass das natürlich echt einen großen Unterschied macht und dass man halt manchmal fest und manchmal locker andrücken muss. Und in diesem Heft geht es halt wirklich nur darum, dass man ein Muster zeichnet, einmal fest andrückt, einmal locker, einmal fest, einmal locker. Und damit man halt auch dieses Gefühl entwickelt. Der Kai hat wirklich sehr, sehr viel Spaß mit diesen Heften. Wir haben netterweise jetzt auch schon für die erste und zweite Klasse Form und Tempo zugeschickt bekommen. Die werde ich noch aufbewahren, wenn wir dann mal ja, so weit sind mit dem Schulkind. Das ist dann halt schon quasi die nächste Stufe. Also begleitet einen dann auch durchaus in der Schulzeit. Und durch die Geschichten ist es einfach total nett aufgebaut. Wie gesagt, kann ich empfehlen, werde ich euch auch nochmal verlinken. Ansonsten ist es mir echt wichtig, nochmal zu sagen, dass ihr auf keinen Fall irgendeinen Druck ausüben sollt. Auch nicht auf euch. Deshalb wollte ich auch gerne berichten, dass es mir ja auch so geht, dass ich mich dann selbst unter Druck setze und ich habe dann halt auch immer das Gefühl, oh mein Gott, wenn ich dann schon so aufgeregt bin wegen dem Schulstart, wie wird es dann dem Kind gehen? Und ich habe da jetzt echt versucht, gut an mir auch zu arbeiten. Und glaube, heute haben wir das wirklich sehr, sehr gut gemeistert. Ich bin echt ganz happy, dass wir diese Einschreibung hinter uns haben. Und wir haben schon eine Schultasche ausgesucht. Ja, die werde ich euch dann mal auf Instagram zeigen. Und da kann ich auch empfehlen, wirklich euch beim Fachhändler beraten zu lassen und einfach das perfekte Modell für euer Kind zu finden. Wir haben einen kleinen Schreibtisch besorgt. Also nach und nach versuche ich halt so Dinge zu integrieren, die zu einem Schulkind gehören. Und er erzählt halt jetzt auch schon immer ganz stolz, dass er bald in die Schule geht und dass er ja dann bald 6 Jahre alt wird und dass er schon so gut zählen kann und so gut schreiben kann und so. Das ist nämlich auch etwas, glaube ich, was wir Eltern uns bewusst werden müssen. Ich glaube, dieser Spaß am Lernen, der wird einem erst in späteren Schulstufen genommen. Kinder freuen sich grundsätzlich ja darauf, zur Schule zu gehen und etwas Neues zu lernen und ja, etwas zu erleben und gefördert und gefordert zu werden.
Wie gesagt, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie es uns dann mit dem Schulstart geht. Ihr könnt mir gerne mal sagen, ob euch das Thema interessiert. Alle, die mir von Anfang an folgen, sollten ja so Kinder im Schulstartalter haben. Vielleicht habt ihr auch noch Schwarmwissen und Tipps, die wir unterm Video diskutieren können. Und wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, dann weiß ich, dass ich mehr zum Schulstart und zu allen weiteren Vorbereitungen berichten soll und mache das natürlich auch sehr, sehr gerne. Ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Tschüss!